Ein frisches Sky-High, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 2. Ja, wir sind noch hier auf einem Reaper-Schiff. Und ja, wir schauen jetzt mal, was uns hinter der Wand erwartet. Beziehungsweise hinter der Tür, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Okay. Salazar, der hat jetzt ein Sturmgewehr, ne? Aber ich habe kein Sturmgewehr in meinem Inventar. Da oben sitzt was. Und das ist ein Geth. Shepard Commander. Shit, war das von uns? Ja, bei Emi müssen wir auch da hochkommen, glaube ich. Ich würde sagen, wir müssen jetzt aber erstmal da runter. Das müsste sie ausbremsen. Okay, da bin ich wohl drauf gegangen. Mist. Ja, die machen halt einfach die Schilde kaputt. Egal, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir machen einfach jetzt weiter. Und dann machen wir die platt. So. Ja, aber ich weiß jetzt, was wir mal machen. Und zwar machen wir die so platt. Obwohl, nee, das brauchen wir jetzt noch gar nicht. Wir nehmen das. Jetzt machen wir noch hier. Ich weiß, wie ich das jetzt mal mache. So. Bin dabei. Oh nee, der da drüben, der Dicke. Alles klar, jetzt. So, Waffe wechseln und... Ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft.
glaube ich. Oh, er hat zu früh gefreut. Ist sie schon wieder tot? Dauernd muss ich die wiederbeleben, ey. Ja, damit hat sie ihre Aussage sehr eindrucksvoll ausgeführt. Das ist ein Medikit. Zack, zack, zack. Aufpassen! Was, wo aufpassen? Ist er noch so ein Dicker? Nee. Ich hoffe es nicht. Na gut, dann ist hier jetzt erstmal nichts. Da unten ist ein Medikit-Dings. Da kommen gleich wieder welche, hundertprozentig. Die scheiß Treppe. Ja, ich habe meine Schilde verloren. Haben wir jetzt noch da? Ne, da haben wir keine Munition mehr für, ne? Shield. Ne, die zerreißt halt nur Schilde. Ich muss weg. Komm, regeneriere deine Schilde. Und down. Hoffe ich. Nur einmal anhitten, dann frieren die ja ein und dann gehen die kaputt. Ah, da hinten ist Cerberus-Schrotflinte. Das sieht interessant aus. Alter Scheiße, ey. Warum müssen solche Missionen immer so abgefuckt sein?
Oh, schon wieder so einer. Ich bin an ihm dran. Werde den Schuss ausführen. So, nachladen, komm. Manchmal ist das so, da kann man während dem Spiel nicht reden, weil man sich so hart konzentrieren muss, dass man nicht drauf geht. So, der erste ist tot. Und der zweite auch. Easy. Und ungefähr 300 Schuss verballert. Oh, das ist noch Munition. Aufpassen! Ach was? Ah, nicht schon wieder. Noch mehr? Yep. Alter Falter. Leute, zurück, zurück, zurück. Kein Problem. Ich habe die Schilde verloren. Ich komm schon hin. Geil, ich komm schon hin, da klatscht er einfach so vor uns auf die Fresse. Nicht mehr zu zweit kommen. Nach links. Das
sind schon so Zerficker-Boys, aber du kannst halt nichts gegen die machen alleine. Du hast immer dein komplettes Team, damit die auf den draufballern. Wir wechseln jetzt mal Waffe. Ich will euch vernichten! Jetzt müssen wir nur noch den Masseneffekt-Kahn zerstören. Und dann verlassen wir das Schiff im Eiltempo. Ja, und dann haben wir noch ein neues Mitglied. So, ja, verbinde die Pins. Lass mal wieder gucken, was wo ist. So, dann haben wir das. Das muss es sein. Wo ist das Cerberus-Team? So, wir holen uns aber erstmal noch den Safe hier. Und 2500 Credits kann man immer gebrauchen. So, aber erstmal nachladen, sicher, sicher. Nach rechts. Ich leg euch alle um. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt so lange auf den Kern drauf. Ah, oh, fuck. Feinde voraus! Ich werde euch vernichten!
So, hoffentlich ist das Ding jetzt endlich gleich mal kaputt. Jawohl. Hey Shepard, den Gerd sollten wir auch mitnehmen. Irgendwas ist der bestimmt wert. Lassen Sie ihn hier, wir haben schon genug Ärger. Nein, den nehmen wir mit. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Gerd gefangen genommen hat. Sie kennen das Risiko. Mehr sage ich dazu. Ja, ich kenne das Risiko auch, aber den nehmen wir mit. Zeit für Diskussionen. Abmarsch. Durchhalten, Leute. Backbord Luftschleuse öffnen. Zu Befehl. Ja, genau, wir fliegen da einfach so rein. Ist wir klar. Sind so weit, los. Boom. Okay, gut, wir haben eine ganze Menge. Jetzt gucken wir mal, was es noch mit dem Geth auf sich hat. Und danach, nächstes Mal dürfte die Folge auch schon dem Ende zugehen. Oder sie geht schon dem Ende zu. Aber ich will jetzt noch wissen, was mit dem Geth ist, weil ich glaube nämlich, dass wir den noch ins Team bekommen, den Kerl. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Das steht bei KI. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich will wissen, warum ein Stück N7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Eigentlich nicht. Nein, Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt, aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geth wieder zu aktivieren ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun, nicht um ihre eigene Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Erst will ich mit dem reden und dann sehen wir weiter. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Genau. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Ich vertraue Ihnen, Edie. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Okay, also die Folge wird jetzt etwas länger, weil ich will mir jetzt auf den Geth angucken. Mit dem will ich jetzt nochmal reden. Das machen wir jetzt nämlich noch in der Folge. Weil ich einfach Bock habe, mit das dem zu quatschen. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Ja, der nächste Zielort ist hier unten. In den Mannschaftsquartieren. So. Wo ist denn der? Der müsste da hinten beim Dr. Shakwas. Oder bei der Dr. Shakwas da hinten drin sein. Da steht da Safe Offizier. Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen.
Okay, guck mal, was der macht. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Ja, aber warum nicht? Ich wollte mir jeder Geth, dem ich begegnet bin, den Kopf wegballern. Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet. Auf der alten Maschine wiederentdeckt. Was, die Heretics? Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper, ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Okay. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen, ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Okay, da war ich nicht hin, da war ich hin. Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was ja. Jetzt? Beide. Das ist ein cooler Typ. Ich glaube, den mag ich. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Warum sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Okay. Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Unsere, geil. Wird jemand anders durch ihre Handlungen, wie die auch immer aussehen mögen, beeinträchtigt? Nur wenn er sich einmischt. Alles klar. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie. Als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja. Das ist nice. Ja, das passt. Bibel der Christen. Markus Evangelium. Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. Alles klar. Wir haben jetzt ein neues Mitglied. Wir müssen mit dem Shepard reden. Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Okay, aber wir wollen jetzt mal die Folge beenden. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Alles klar. So, damit haben wir dann wieder eine neue Mission und ein neues Crewmitglied.
Und ich würde sagen, wir beenden das jetzt einfach mal hier unten. Der Kommandant hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Ah, das überleben wir auch. Wir beenden das mal hier. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.